Guck mal, ich habe aus Versehen die Sachen hier zur Hand bekommen. Von Pano, von Omerta und von Baci. Kann ja aus Versehen passieren, dass ich draufklicke und wir aus Versehen was höre. Weißt du, was ich meine? Zeig aus. Bruder, das ist so. Ey, Bruder, ich sag, guck mal, jetzt mal Hand aufs Herz, ne? Ich habe euch letztens gesagt, in dieser Folge ist mindestens ein Song dabei, der TikTok übernehmen wird. Hatte ich Unrecht? Weil ich sage euch ehrlich, Dinaro hat übernommen und Mufasa hat auch übernommen TikTok. Ich seh seit dieser Folge die ganze Zeit full TikToks. Full, full, full. Und ich glaube, es geht nicht nur mir so. Ist eure For You-Page auch so? Guck mal, weißt du, was das Schlimme ist? Der Ivo, der macht die. Oh mein Gott, der Ivo ist so schlimm, ne? Der Ivo ist so schlimm. Der hat direkt eine Abstimmung gemacht, damit er ein Video für Drittkanal hat. Der ist so schlimm, der Junge, ne? Boah. So, okay, guck. Ich leak euch ein ganz kleines bisschen von den Songs, die jetzt diesen Sonntag erscheinen. Weil ich mir denke, so, heute ist Dienstag, Donnerstag und Freitag. Ne, ab morgen starten wir ja so oder so, damit die ganzen Sachen auf Instagram zu posten. Deswegen ist das nicht schlimm. Deswegen ist es ja nicht schlimm. Ja, ne, es wird jetzt eh die Tage auf Instagram online kommen, ist eh nur noch ein Tag und dann ist eh ganz TikTok voll damit. Also ob TikTok so voll wird oder so, Bruder, so, ist das so ein bisschen mitnehmen. Nimm mal ein bisschen mit. Okay, was wollt ihr zuerst hören? Wollt ihr zuerst Pano, Omerta oder Baci hören? Aye von Pano, okay, komm. Okay, ich zeige euch ein bisschen von Pano. Panos Song geht 2 Minuten 46. Ich zeig euch ein bisschen vom Part und ich zeig euch ein bisschen von der Hook. Okay, hier, das ist der Part von Pano. Stopf meine Taschen voll, Ratimoi, bis sie voll ist. Coca Bälle kicken à la Quincy Promise. Zieh ein Sprint wie Forrest, rennt von Tacharia weg. Jungs aus Diyarbakır mit Coca im Jab. Rolex sagt Marina Jack, Preis wie Kolumbianer. Rapper sehen wie Rentner aus mit Style von Europianer. Wir sterben für das Geld, denn wir leiden auf der Strada. Shit, erzähl mir nix von Schule, ich war Kreide, hol mein Brother. Panamericana auf der pechschwarzen S-Klasse. Okay, so. Reicht? Okay. Ich zeige euch die Pre-Hook und die Hook. Und das war's dann von Pano. Mehr zeige ich nicht. Nein, ich zeig doch nicht mehr. Den Rest seht ihr auf Instagram die Tage und dann in der Folge. Baret unter mein Parkett. 9 mm meine Emanet. Zero Sis la Familia mi amor. Aye. Ich hab Kelly Weed im Sarucht. Und vom Schießen putzen wir Kugeln. Zero Sis la Familia mi amor. Okay. Ohne Servolenkung, fluchten. Chile. Restsonntag, 18 Uhr, Bruder. Restsonntag, Bruder. Restsonntag, Restsonntag, Restsonntag. Pano hat auch einen sehr wilden Vorstellungssong abgegeben. Und ich bin gespannt, was der ab der ersten offiziellen Runde macht. So, und überleg mal, Chat. Das sind nur die Vorstellungssongs. Klar, die kommen auch über Spotify. Aber überleg mal so, das sind die Songs, womit die sagen so, Salam, ich bin hier bei Icon. Da geht es nicht um Rausruf, da geht es um nichts. Weißt du, was ich meine? So, jetzt zeigen wir Omerta. Aber bei Omerta kennt ihr schon ein bisschen aus der Bewerbung. So, damit ihr Bescheid wisst. So, bei dem kennt ihr schon den Song aus der Bewerbung. So, ich zeige euch ein bisschen vom Part und ein bisschen von der Hook. Vorstellung, erste Folge hat Runde 1 von IQ 5 geknallt. Bro, die erste Runde von der Vorstellung ist in Trends 4. Weißt du, was ich meine? Trends 4. Wir waren mit den Villa-Folgen in Trends 4. Wir sind jetzt bei der Vorstellung mit drei Künstlern ohne einen Rauswurf, ohne Emotionen, ohne Skandale, ohne Weiterkommen, ohne nichts. Sind wir Trends 4, Bro? Das ist geisteskrank. Und überleg mal, was auf uns noch zukommen könnte. Bruder, die Zukunft ist groß. Es wird wild dieses Jahr. So, wir machen weiter mit Omerta. Eine Erscheinung vom Entzug, die sich anhäuft. Sie hatten Pläne, zwei, drei Kinder vorher heiraten. Wird er dich heute fragen, könntest du dann nein sagen? Er konnte das Rätsel niemals lösen wie beim Galgenmännchen und blieb deshalb in den Seilen hängen. Ich rauch mich heilig in der Fantasie. Der Mond erscheint durch die Jalousien. Hört kein Rauschen vom Meer. Der Raum ist zwar leer, doch er taumelt umher, bis er vom Abgrund fiel. Ich rauch mich heilig in der Fantasie. Der Mond erscheint durch die Jalousien. Hört kein Rauschen vom Meer. Der Raum ist zwar leer, doch er taumelt umher, bis er vom Abgrund fiel. Reicht!
Das war Omerta. Das kennt ihr aber auch. Das kennt ihr schon, das hatte der bei seiner Bewerbung eingeschickt. Bisschen vom Part, bisschen von der Hook. Aber so, was jetzt rundum in den Parts ist und so, hört ihr dann auch in der Sonntagsfolge oder auf Instagram. Folgt der Icon X Mate Seite. Ich glaube, Mittwoch kommt der erste Künstler, Donnerstag der zweite und Freitag der dritte. Glaub ich. Ich kann, nee, warte mal, ich kann sogar gucken. Also, ab Donnerstag kommen alle Hörproben auf Instagram. Sonntag erscheinen die Songs. Aber diesen Donnerstag erscheinen auch direkt die Songs zu Mufasa, Dinaro und Crimes. Ihr könnt die pre-safen unter dem YouTube-Video. Und jetzt zeige ich euch, zum Schluss zeige ich euch jetzt Bachi. Ihr habt ja Bachi rappend gehört. Und ich zeige euch jetzt Bachis Gesang. So. Und ich weiß nicht, feiert ihr so... Ich weiß nicht, oder ich weiß nicht, ob ihr ready für, bei Icon dafür seid. Ihr feiert doch bestimmt alle so ein bisschen... Was heißt bisschen? Matre Gyms. Feiert ihr oder feiert ihr? Du machst es langsam als BZNG. Ja, Bruder, wir brauchen 8 Minuten. Ich küsse dein Herz. Weißt du, wahrscheinlich so, weißt du, Ivo versteht, Bruder. Rede noch ein bisschen. So. Guck mal, bei Bachi ist das Ding. der kann Französisch. Nein, jetzt ehrlich, der kann fließend Französisch und akzentfrei. Das ist richtig geil. Zum Beispiel bei Dinaro, er kann Spanisch und auch Französisch akzentfrei. Das ist geil. Das kann man vielleicht gut kombinieren. Weißt du, was ich meine? So. Und das ist auch nur der Vorstellungssong von Bachi. Und ganz wichtig, wenn ihr auch dazu ein Musikvideo wollt, könnt ihr das auch zum Beispiel unter die Videos schreiben. Und auch zum Beispiel bei Mufasa, bei Dinaro und bei Crimes. Schreibt es in die Kommentare auf jeden Fall, wenn ihr ein Musikvideo möchtet. Und wenn zum Beispiel Mufasa, weil Mufasas Song ist ja regulär ein bisschen kürzer als die von den anderen. Wenn ihr möchtet, dass Mufasa einen ganzen Song abgibt mit 2 Parts, 2 Hooks, dann schreibt es auch in die Kommentare, dann können wir den anrufen und sagen, Bro, die Community wünscht sich das, mach fertig, wir reichen das so ein. Aber das entscheidet ihr, das entscheidet nicht ich. Ihr müsst unter dem YouTube-Video entscheiden, wie viel Bock ihr habt. So, jetzt zeige ich euch Bachi, aber bevor ich euch Bachi zeige, gehe ich kurz auf Klo. Annick. Na, Bro, das mache ich nicht mit euch. Nein, guck mal, jetzt ehrlich, der Song von Bachi ist wirklich crazy. Der Song von Bachi ist wirklich, wirklich crazy. So, ich zeig euch jetzt ein bisschen von Bachi. Nicht zu viel. Ich zeig euch nur ganz wenig, okay? Der Song von Bachi, sein erster Vorstellungssong. Let's go. Yeah, yeah, yeah. Pour la MIF, je me perds dans un monde perdu. On file des chansons pour les deals, les criminels. Et j'espère que mon nom sera connu. Même si c'est différent, je suis là pour la MIF. Je me perds dans un monde perdu. Reich, 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 Reich. Oh my god, Reich. Reich, Reich, Reich. Bruder, was erwartet uns diesen Sonntag, Bruder? Reich, Reich, gib's nicht weiter. Nein, 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 nein. Du willst weiterhören? Du willst weiterhören? Sonntag. Bruder, das sind die Vorstellungssongs, ne? Es geht hier nicht dabei, ums Weiterkommen. Nochmal, diese Songs entscheiden nicht, dass du weiterkommst. Und jetzt stell dir mal vor, ihr fandet zum Beispiel ja Mufasa gut. Ihr fandet Dinaro krass, ihr fandet Crimes krass. Wir fanden die auch gut, sonst wären die ja nicht in der Top 100. Ihr fandet ja jetzt auch Omerta krass, ihr fandet Pano krass und ihr fandet auch Bachi krass. Und jetzt stellt dir mal vor, diese Leute treten gegeneinander an. Stell dir mal vor, Bachi tretet gegen Mufasa an und die sind mittlerweile so in der ersten Runde oder zweiten Runde oder dritten Runde, je nachdem. Ne? Je nachdem, wie weit die kommen, die Jungs, weiß man ja nicht. Hängt ja auch viel von Patzern und Tagesleistung ab. Und stell dir mal vor, diese Jungs treten gegeneinander an und es geht jetzt mal kurz so um Kopfgeld von 40, 50 Mille. Stell dir mal vor, die haben erstens diesen Gelddruck, die haben diesen Druck, die müssen performen, die haben Zeitdruck. Und die haben Druck, dass die jetzt vor Kamera in einem One-Take sind. Und ich rede aus Erfahrung, unter Druck arbeiten die Künstler am besten. Weißt du, was ich meine? Unter Zeitdruck arbeiten die Künstler am besten. So, und unter Zeitdruck sind auch die besten Songs entstanden. Das wird verrückt. Das wird verrückt. Und das sind gerade mal die ersten 6 Künstler von der Top 100. Nochmal, die 94 anderen sind noch nicht fest. Die 94 anderen müssen noch zittern. Das sind die ersten 6, die schon safe fest sind in der Top 100. Die haben unterschrieben. Die Künstler, die zwar unterschrieben haben, aber noch nicht von uns eingeladen sind, sind nicht fest. So, sobald wir die Einladung rausschicken, dass die vorbeikommen sollen zum Vorstellen, ist es ein für alle Mal fest. Wer sich noch nicht beworben hat, warum ich so viel rede, ich mache daraus ein Video. So, ich muss auf 8 Minuten kommen, muss. So, Ivo, wie viel haben wir? Haben wir 6, 7? Wie viel haben wir?
chose pour les deals, les criminels. Et j'espère que mon osakon. Okay. Und an der Stelle, wer sich noch nicht beworben hat, der kann sich gerne bewerben bis zum 21. April. Und ganz wichtig an alle Leute, die sich beworben haben, bis zum 21. April geht nur die Anmeldefrist. Das bedeutet nicht, dass bis zum 21. alle Auswertungen fertig sein müssen. Das bedeutet im Umkehrschluss, ab dem 21. April fangen wir erst an, richtig auszuwerten. Wir werden jetzt jede Woche vereinzelte Folgen raushauen mit Bewerbungen, aber ab dem 21. werden wir uns alle angucken. Wir werden es aber nicht schaffen, alle öffentlich auszuwerten. Wir werden nur einen Bruchteil, vorstellen können im Stream und auch auf YouTube. Aber alle anderen Künstler werden privat trotzdem ausgewertet. So, weil wir haben letztendlich mehr als tausende Bewerber und wir können nicht täglich jeden Tag irgendwelche Bewerber auswerten, sonst wären wir noch in einem Monat dran. Und wir haben ja noch, wir sind ja gerade im Studioumbau und deswegen ist das Ganze verlangsamt, deswegen wurde auch die Anmeldefrist verlängert. Wir haben ja noch anderen Content, um den wir uns kümmern und pflegen müssen. Und wir sind ja auch gerade schon mit Künstlern, die bereits unterschrieben haben, und zwar die ersten 6, sind wir schon an anderen Projekten und Songs gewidmet. Und genau deswegen. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns Sonntag in der Premiere mit den neuen Songs und mit den neuen Vorstellungen von den nächsten Icon 6 Künstlern.